Ui, da komme ich sofort rein. Oh Gott, mit wie vielen Jahren ich einen Gamecube bekommen habe? Ach du Schande. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir den selber gekauft von, glaube ich, Geburtstagsgeld oder sowas. Oh Gott. Oh Gott, das Schlaflied. Das habe ich gar nicht aufgenommen bisher. Das ist nur in der Let's Play-Version zu finden. Rhythm Tengoku für den Game Boy Advance? Oh Gott, das finde ich doch nirgends mehr. Vor allem, weil das nur in Japan rauskam. Das ist auch gerade in einem Cube hier. Was? In einem Cube? Ja, weil es ist ja so wie ein Würfel aufgebautes Zimmer. Ja. Oh Gott. Wäre ich echt gefragt, ob ich mir Rhythm Tengoku für einen Game Boy Advance holen will. Nein, das geht nicht. Oder eBay mal durchgucken. Tschüss. Okay. Die Mission ist schön entspannt. Ja, die ist voll gut. In allen Spielen nenne ich mich ja entweder mich oder ich. Das ist schön. Ja, das ist ja in Rhythm Heaven Spielen ja auch so gewesen. Bei Rhythm Heaven Fever oder Rhythm Paradise Beat the Beat in der europäischen Fassung. Da habe ich mich Icke genannt. Warum wohl? Ja, nee, Hardcore, ich weiß es gar nicht. Also ich meine, ehrlich gesagt, den Game Boy Advance habe ich gar nie gespielt. Den DS-Teil nur so ein Stück erstmal. Obwohl, den Game Boy Advance-Teil habe ich auf dem Handy zumindest. Ich könnte ihn spielen, wenn ich wollte. Und warum will ich eigentlich nicht? Naja, wenn ich die Zeit hätte vielleicht. Nee, das Problem war, ach so, ja, Den Game Boy Advance-Teil, den kann ich nicht spielen, weil sämtliche Emulatoren irgendwie mit der Zeit zu versetzt sind. Ich krieg da kaum was getroffen, oder wenn, dann müsste ich erstmal ganz viel üben. So. Gehen wir doch mal in dieses Level hier. Mein Name setzt sich aus Japan und Gamecube zusammen. Oh! Na sowas. Hat dich das auch schon mal jemand gefragt, wie du auf deinen Namen gekommen bist? Ach so, weiß ich nicht, ob das schon mal jemand gefragt hat, aber Geister kann man nicht essen. Wenn nicht, dann frag ich jetzt einfach. Ja, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Oh, das war so eine Sache. Ich brauchte einfach mal einen Namen für ein Forum, für ein Chatroom, irgendwas. Und weiß ich nicht, dann ist mir das einfach so in den Sinn gekommen. Warum klappt denn das nicht? Au, jetzt bin ich sogar... Moment, da ist eine rote Münze. Warum ist da eine rote Münze? Das ist auch neu. Ja. Ja, keine Ahnung. Und seitdem habe ich den dann immer wieder benutzt. Den Namen, meine ich. Ich like mal den Stream. Um den Dislike auszugleichen, oder was? Ich dachte, ich mache mich mal nützlich, während du gerade so ein paar Fakten über dich erzählst. Oh ja, Trio Axido, das habe ich auch gesehen. Ja, stimmt. Es gibt ganz wenig, was bei rauskommt, wenn man nach dem Namen mal sucht. Aber andererseits, der Name ist komischerweise an vielen Orten schon in dieser Form vergeben. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Oh, so. Das ist jetzt hier Welt 7.8 mit dem Feuer, oder? In YouTube war es ja auch so, deswegen habe ich mich ja nicht Exido nennen können. Wie ist denn das hier mit dem Hasen? Kommt der einfach so nach 50 Sternen? Nach sonst wie vielen, ja. Ja. Oh, die Krallen des Riesenvogels, oh nein. Was passiert da? Boah! Ja, die Sandfälle stürmen. Blub! Oh mein. Ah, komm schon. So, da hoch wollte ich. Ich mag den Boss in der Welt, also wenn man den als Boss bezeichnet. Ja, du meinst die Hände, ne?
Geht das beides zusammen? Oh nein, jetzt habe ich das... Ah, okay. Fun Fact, ich habe ein Real Life. Ja, das haben wir alle. ein Fact über Fun, weil der heißt da so. Wie heißt du mit Vorname, Typ? Das hast du aber auch schon mal irgendwo erwähnt. Ne? Oh, wenn es danach geht, ich gebe mir sehr gerne viele mögliche Vornamen. um das Ganze ein wenig zu verschleiern. Oh, gib mir Vornamen. Ja, gib mir Vornamen. Der ist gut. Gib mir Vornamen. Ja, ich werde es ehrlich gesagt nicht so aussprechen, wenn es mal versehentlich passiert ist, aber nicht schlimm oder, ja, weiß ich nicht. Wenn es unbedingt jemand sagen will, ist auch nicht schlimm, aber ich persönlich bin da eigentlich so, ich muss es nicht breit treten. Tut mir ja leid. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will noch die anderen beiden, ich will den Boss machen. Geier wischt man da oben auf den Säulen, oder? Mhm. Oh, fuck. Oh, oh. Jetzt muss ich aufpassen hier. Oh. Okay, ja. Ich muss also erstmal irgendwie versuchen, auf die Pyramide zu kommen. Dein Vorname ist ab jetzt Mark 2. Mark 2. Mark 2, ja, Typ 2 von irgendeinem Gerät. Ja, ja, so sagt man das ja immer. Mark 2. Okay, es wird vorgeschlagen, Detlef und Cornelius. Also Detlef nehme ich sehr gern an. Aua! Paar Namensvorschläge. Ich heiße von ab sofort, ja, ja. Genau, der schönste Vorname, der gewählt wird. Der steht ab dann in meinem Pass. Natürlich. Und hüpp. Und oh oh. Ich hoffe mal, der Boss ist hier nicht anders, weil ich kann ihn ja nicht schlagen. Hat man deinen Namen nicht irgendwann mal gesehen, als du dein Geschenk ausgepackt hast? Ich glaube, ja, irgendwas. Auf jeden Fall, man hat ihn irgendwann schon mal gesehen. Ich weiß. Also, ich weiß, aber ich sag's nicht. Nee, man hat ihn mal kurz gesehen in der Folge von Professor Layton und die Schatulle der Pandora, in der, was ist das? Ah, dein Leben. In der ich gezeigt habe, dass ich zu dem DSDS-Casting eingeladen wurde. Zu dem ich ja dann auch so einen Erfahrungsbericht aufgenommen habe. Also jeder, der interessiert ist, einfach mal das komplette LP nochmal anschauen. Naja, es war relativ am Anfang, von daher. Oh, nö, nö, nö. Ja. Ah, ich will doch nur da rein. Was, wenn du älter bist als ich? Ja, dann müssten wir wissen, wie alt du bist. Ja. Ich bin bestimmt älter als... So älter als ich bist du. Ja. Ich bin aber nicht älter als Mark. Oh, verdammt, jetzt hab ich was ver... Ah, ne, doch nicht, da ist es. Hier so ein Layton-Rätsel für 50 Pike gerade. Ich bin... Das gibt's nicht. Ich bin jünger als Exodo, du bist älter als Mark. Ich hasse diese Versperrer, diese Wegversperrer hier. Ne, Mark war älter als du, ne? Mhm. Naja, er ist ja Phantom Ganon 86 und ich bin 91. 91, genau. Okay. Die Münzen hole ich mir, ob ich sie brauche oder nicht. Ich komme ja hier eh nicht mehr raus, glaube ich. Ach, hier ist jetzt so die Mario-Mütze. So, kann ich damit denn irgendwas kaputt machen? Dann komme ich da vielleicht noch hin. Ah, Mist. Aber dann müsste ich zusehen, dass ich mit irgendeiner Art von Supersprung noch drauf komme. Mario ist wieder da. Mhm. Ich versuch's mal darüber. Hopp. Okay, ja. Hier gibt's doch noch so eine ganz komische Mission, wo man 5 Münzen hat. Shit. Ja, was, wie, wo? 5 Münzen? Also, ja, hier in der Pyramide muss man so 5 bestimmte Münzen einsammeln. Von oben auf. Ah, ja, ja. Aber vor allem, man weiß nicht, welche das sind. Naja, das ist. Weil schon... die haben ja bloß, glaube ich, die zeigen ja nur Nummern, wenn man sie einsammelt dann.
Ja, es ist aber nicht so kompliziert. Also das sind genau die auf diesen Stufen lang. Ach so, okay. Oh, da komme ich nicht hoch. Jetzt machen wir hier ein Altersranking. Jetzt wollen alle schreiben, wie alt sie sind. Oh Gott, ich fühle mich alt. Manche Leute schreiben da ein Alter, das ich hatte, als ich angefangen habe. Ah, so komme ich da hoch. Also mein Stopp ist hier noch kein. Marcelo, du schreibst jetzt selber in den Chat, aber dafür bist du Chef. Nee, Moment, ich war gar nicht 17, als ich angefangen habe. Ich war 18 schon. Das vergesse ich manchmal. So. Jetzt komme ich auch zu dem Boss. Gott sei Dank ist hier eine Mütze gewesen. Dann können wir uns den nämlich mal angucken. Ach, guck mal einer an, als ich vorhin gesagt habe, ich like das. Jetzt sind schon wieder 5 Likes dazu gekommen. Ja, ich like's auch gleich mal. Nein, ich hab's ja gerade 5-mal geliked. so war das. Ich mache jetzt ein Rätsel, als Super Mario Galaxy rauskam, war ich 5 Jahre jünger als 10. Wie alt bin ich jetzt? Oh Gott. Weiß man, wie alt Layton ist? Also, Herrscher Layton? Nein, naja, irgendwas um die 30 war er doch. Also, das Alter wurde sogar gesagt von Emmy am Anfang von Phantomruf. Der Ruf des Phantoms. So, wer schreitet so spät durch Nacht und Wind, bricht die Siegel, das Kind. Nein, Vergangenes, wir hassen das Licht, Polter, wir hassen Eindringlinge, Kämpfe, Hand in Hand. Hand in Hand, ich will es. Boom. Mitten ins, das kann ins Auge gehen. Stumpf wie ein Scheiße immer. Genau wie Bowser vorhin. Boing. Ah, daneben. Okay. Was machen die jetzt? Oh. Ja. Muss mal richtig wehtun. Stell dir mal vor, dir springt jemand ins Auge. Ja. Ah, einer ist schon weg. Oh, und der andere auch. Nicht. Nein. Noch nicht. Ich wünschte, ich könnte dir zur Hand gehen, aber das muss alleine. Zu welcher Hand? Zu den Gegnern? Mords, was ist passiert? Wir zerfielen wie Steine zu Sand. Du bist stark. Du bist der Herr der Ringe, Pyramiden. Für heute nimm diesen Powerstern. Wir schlafen in der Umarmung der Dunkelheit. Mods. Dieses Mods am Anfang ist auch sehr schön. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Moment, nein, Beitritt am 8.4.2007, da war ich noch jünger. Ich habe nur am 1.3.2010 richtig angefangen. Oder? Moment. Meinten die jetzt mich überhaupt? Oder war das jetzt so das Rätsel eines anderen? Ja, hier ist so der Rätsel-Chat hier. Auge um Auge, Hand um Hand war das gerade, ja. So, hier gab es, wenn ich mich nicht irre... Du trägst normalerweise keine Mütze, oder, Yoshi? Das solltest du aber. Ich glaube, so ein Mützchen würde dir sehr gut stehen. Ich habe nur Ratschläge für Leute, die ihr Haupthaar bedecken. Oh. Ah. Er hat doch gar kein Haupthaar. Also der gibt dir auf jeden Fall einen Stern, ja. Okay, er gibt einen Stern. Gut. Es müssten insgesamt 3 sein, die wir das machen, aber... Wunderbar. So. Wow, ein weiterer Powerstern. Du wirst stärker. Das Schloss versorgt dich mit Kraft. Das Schloss. Das Schloss, aktiv. Ja. Ich muss ja immer an diesen das wandelnde denken. Schloss. Ja, ich muss da mit diesem sprechenden Turm aus Layton denken. So. Jetzt wollte ich mich eigentlich noch um einen... um eine andere Tür kümmern, und zwar die hier.